mit diesem so schönen und eindrucksvollen Bild, liebe Schwestern und Brüder, von dem Zug der Bundeslade an der Spitze des Volkes, das ins gelobte Land einziehen kann. Die Priester gehen voran, gehen mit der Lade, die sie tragen, in den Jordan hinein und die Wasser bilden, wie damals in der Rettung aus dem Schilfmeer stehen, um den Weg frei zu machen. Mit diesem Bild ist für uns eine sehr schlichte Frage verbunden. Wer oder was geht uns voran? Was bestimmt unseren Weg, unsere Richtung? Oder gibt es das gar nicht? Ist das, was uns oder wer uns vorangeht, einfach nur Phrase, manchmal fromm klingende Phrase, gut? Wer geht uns voran? Was oder wer leitet uns? Sind wir uns dessen bewusst, wenn wir beginnen, unsere Schritte auszurichten? Gerade, und manchmal sind wir jeden Tag dazu aufgerufen, das bedeutet ja Bekehrung, einen neuen Weg zu gehen, weil sich die Alten nicht bewährt haben. Bekehrung bedeutet dies, bereit zu sein zu einem neuen Weg, jeden Tag. Aber dann ist es wichtig, sich bewusst zu machen, wer oder was uns leitet.